Herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Heute, Carsten, Gons. Heute mit Neil Morse, Your Blaze in the Sun, der zweite Versuch. Wir haben es eben schon mal gesehen, das ist nicht ganz neu, die Reaction. Wir haben vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ne? Anfängerfehler. Ja, also die ganzen Reaktionen von eben, das ganze Lachen, Weinen, Rumschreien, das ist jetzt leider für alle Ewigkeit verloren. Wir reagieren nochmal. Ähnlich, ja. Ähnlich. Wir wissen ungefähr, was uns erwartet. Wir haben Neil Morse Band schon mal live gesehen in Aschaffenburg. Ja. Vor ein paar Jahren, ist schon ein bisschen her. Als Vorband war Birdfish. Birdfish, genau. Die fand ich damals sehr gut. Leider haben sie sich danach getrennt. Ja, ja gut. Ich meine, was kannst du mehr erreichen, als bei uns vorzuspielen? Ja, genau. Aber Neil Morse hat weitergemacht, inklusive Band. Und ja, würde ich sagen, hören wir mal rein. Ja. Gucken mal, was uns erwartet. Nicht das, was wir euch schon wüssten. Aber, ja. Aber hauen wir rein. Kannst du auch auf den Screen bringen? Ah! Wie du schon vermutet hast, eine Klavierballade. Ja. Großartiger Typ. Ja, super Gitarrist, super Sänger. Ich glaube, der kann alles. Ja. Der kann auch singen und tanzen, der muss eigentlich zum Film. Da dürfen alle mitmachen. Ich habe das total missverstanden. Ich dachte, es wäre so Neil Morse und seine Band. Ja, aber also wie gesagt, singen dürfen da alle. Die dürfen, glaube ich, auch mitschreiben. Das ist also wirklich ein Bandprojekt. Ne? Ja, cool. Es gibt ja auch immer noch mal Neil Morse alleine. Da spielen teilweise dann, wenn der live spielt, auch die Leute mit, die gleichen Mitglieder. Aber ja. Oh, und Mike singt auch. Ja. Jubauer darf auch. Ja. Alle außer dem Bassisten anscheinend. Und ein rotes Hemd mit Paisley-Muster. Finde ich ja auch cool. Siehst du? Also jetzt mit den bunten Pilzen ist schon so ein bisschen psychedelisch, oder? Ja gut. Wie sagte mal jemand, mit dem ich hier öfter zusammensitze, erinnert so ein bisschen an die Beatles auch, ne? Das war ja so schon. Die Periode, ne? Ja, ein bisschen ja. Der Gitarrensound erinnert so ein bisschen an Beatles. Ja. Das ist ja irgendwie normaler Schweiß, spielt er ja irgendwie so schnellere Soli und so. Ja. Aber gut, ich sag mal, so eine Ballade verlangt jetzt ja auch nicht unbedingt nach einem Frickel-Solo. Eben, ganz genau. Das zeichnet einen guten Musiker aus, wenn er das Richtige spielt. Ja, ne? Genau, wenn er dem Song gibt, was der Song braucht und nicht, was er selbst braucht. Ja. Yes, I can see you finally found your place.
wie so ein Soundtrack-Ende, musikalisch. Ja. Auch das ist bei, wo ist das bei Across the Universe bei den Beatles auch, was auch so einen Schluss hat? Ja, das war's. Man könnte fast sagen, kurz, aber schmerzlos. Ja. Ja. Ich finde die Strophen ganz gelungen, den Refrain fand ich so ein bisschen 0815, muss ich gestehen. Ja, ich fand das Video ganz hübsch. Ja. Also ich mag es ja immer, wenn man Musiker auch beim Performen sieht, auch wenn die möglicherweise nicht alle im gleichen Raum sein konnten, als sie das Video gemacht haben. Nee, aber das ist ja gerade das Schöne. Also die haben das geschmackvoll irgendwie zusammengeschnitten. Da hat man halt in letzter Zeit auch irgendwie andere Videos gesehen, was auch ein bisschen billiger aussah irgendwie. Das war ein schönes Video. Ich meine, das hat jetzt auch kein Riesenbudget gehabt. Ne? Das ist in der Preisklasse einfach nicht möglich, würde ich sagen, ne? Ja. wo die sich bewegen. Das sah hübsch aus. Ja, ne? Guter Sound, gute Musiker, gut produziert. Genau. Ja, die Qualität ist so. Ich bin jetzt nicht total geflasht. Ich bin jetzt jetzt nicht der Über-Neil Morse-Fan. Ja, ja. Auch wenn du, glaube ich, Spocksbeard durch mich kennst. Ja, ja. Aber ja. Nee, das konnte man sich gut anhören. Ich würde vielleicht auch mal wieder auf ein Konzert gehen. Ja, müssen wir mal gucken. Wir haben ja Karten für Transatlantic. Das ist ja. Das ist ja die halbe Miete. Das ist die halbe Miete, so sieht's aus. Und wer weiß, ob die davor oder danach auch nochmal irgendwie nach Deutschland kommen, wobei das wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig ist. Also man sieht schon, die haben ja jetzt einiges gemacht in der Corona-Pause, sage ich mal. Es kam das Transatlantic-Album, es kam jetzt kommt das Album, oder? Ja, genau. Und mehr. Ja, jetzt Neil Morse und ja, Mike Portnoy hat ja noch viel mehr Kram gemacht. Ne? Ja, nee, aber wie gesagt, also ich fand's jetzt okay. Ich habe schon mal was erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also nach dem Titel, ja, von dem Lied Place Your Place in the Sun und 4 Minuten 20 irgendwie, habe ich jetzt irgendwie was Schlimmeres erwartet. Mhm. Ich meine, Neil Morse hat schon großartige Balladen geschrieben, ja. Ja. June oder The Distance to the Sun. Ja, was genau. Aber ich sag mal, in letzter Zeit, oder ich sag mal, ich im Speziellen und du so ein bisschen. Ich höre ihn halt jetzt ziemlich regelmäßig die letzten 25 Jahre, würde ich mal behaupten. Und da ist halt auch nicht alles Gold gewesen, was glänzt. Ne? Ja gut, er kann sich auch nicht immer wieder neu erfinden. Wir hatten es ja bei dem Dream Theater Reaction Video auch. Das war ähnlich. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt mal rein. Link da oben. Ja, genau. Da. Da. Genau, ansonsten, wir haben auch einen Podcast, ne, gibt es auch hier auf dem YouTube-Channel Gitarrenkram. Also wenn ihr ein bisschen euch für Gitarre interessiert oder Rockmusik, gibt es vielleicht die eine oder andere Folge, die euch interessieren könnte. Ja, ansonsten war es das. Bis zum nächsten Mal. Ne? Schaut mal wieder rein. Macht's gut, tschüss. Cut.